Moin Leute, herzlich willkommen. In der letzten Folge haben wir diese Baumfarm hier gebaut. Heute werden wir uns um alle Adventure Achievements kümmern. Fangen wir also an mit Caves and Cliffs. Das können wir, glaube ich, direkt hier sogar bei meiner Base machen. Ja, genau. Perfekt. Oh, wenn wir hier drauf fallen, wäre krass. Aber ich mach's mal lieber weg. Muss ich nicht einfach nur von der maximalen Bauhöhe fallen? Dann könnte ich doch auch einfach hochfliegen, oder? Okay, aber ich glaube, mit Dings wäre das besser. Oh mein Gott, die reichen auch nicht. Ah, da haben wir's. Dann müssen wir jetzt nur noch alles hochklettern. Yippie, wir sind oben. So, und dann springen wir mal runter. Wo ist mein Achievement? Oh, sag bloß, hier ist nicht ganz unten. So, jetzt muss ich diesen Block hier treffen, weil sonst bin ich nicht mehr so ganz lebendig. Ich glaube, diesmal fliege ich aber hoch. Ey, das ist ja echt überchillig. Geil. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Und hoffen, dass wir dieses eine Loch da treffen, weil sonst sind wir tot. Na bitte, da haben wir es. Sehr gut. Right, dann ist das erste Achievement für heute auch schon abgeschlossen. Und dann geht's weiter mit Is it a bird? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen... Was brauchen wir für ein Spyglass? Ich habe das Ding, glaube ich, noch nie gecraftet. Ich glaube, wir brauchen dafür Amethysten, right? Hatte ich wohl noch nie. Dann ist es Zeit, in eine Höhle zu gehen. Oh, da oben ist ein Spawner. War ich da schon mal? Ich glaube nicht. Brot. Oh, der Sattel! Der Sattel! Der Sattel für den Strider! Let's go! Oh mein Gott! Das ist geil! Knochen nehme ich auch. Noch ein Sattel! Bro, es ist zu gut! Ich wollte da schon in Pyramidendings gehen, um den Sattel zu suchen. Aber jetzt haben wir einfach zwei aus zwei Kisten bei einem Spawner. Das ist geil. Das ist geil, Digga. Ich glaube, wenn ich hier drauf gehe, dann ist es, weil ich mit der Elytra in irgendeine Wand geflogen bin. Und nicht, weil mich Monster hochspreche. Oh mein Gott, Digga. Da. Oder? Da habe ich gerade Pink gesehen. Nicht? Oh, aber die ist. Nehme ich auch. Ja! Oh mein Gott, Bro. In der letzten Ecke von dieser verdammten Höhle. Let's go. Aha. Da ist es doch. Oh mein Gott, ich muss dann den Enderdrachen nochmal respawnen dafür. Nein! Oh, für das Is it a plane? No. Och Mann, ey. Ja gut. Was muss, muss, ne? Blub, blub. Nice. Dann müssen wir damit ein paar Dinge angucken. Und zwar einmal einen Papagei, einen Ghast und auch einen Enderdrachen. Light as a rabbit kann ich doch eigentlich hier machen. Ich brauche nur Lederschuhe. Zack, so. Wow. Dann würde ich sagen, gucken wir mal einen Papagei an. Wo ist der Parrot? Da. Is it a bird? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich fliege mal wieder zurück nach Hause. So, Water MLG. Au. Apropos Au. Ich sollte mir mal wieder meine Totems holen. Sonst bin ich gleich tot. Die Totemkiste. Ich sehe, ich habe gar keinen Platz. Okay, dann halt nur zwei. Und da können wir hier auch gleich mal nach einem Chicken. Da ist schon eins Target spotted. Boink. Oh Mann. Glück gehabt. Aber jetzt nicht mehr. Nächste Mission. Strider und Ghast. Also Ghast angucken, Strider reiten. Da ist er. Hallo? Hallo? Is it a balloon? Nobody knows. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch einen Strider finden. Ich habe die Angel vergessen. Ich bin blöd. Genau, hier ist er. Und wir haben auch schon wieder vier Ghast drin für die vier Endcrystals. Das ist sehr gut. Dann brauchen wir da keine mehr holen. Dann können wir wieder aufbrechen und einen Strider ranholen. So viel zu dem Thema. Ne? Ah ja, da. Den nehmen wir. Nice. Yippie! Digga, das, ich glaube, das ist das erste Mal, da ich auf einem Strider, Digga. Genau. Was ist denn das Achievement eigentlich? Okay, das habe ich eigentlich. Und wann kriege ich bitte mein Achievement? Digga, wie der wackelt. Oh mein Gott, nice. Hallo? Kriege ich bitte mal mein Achievement? Anscheinend ist das verglitscht. Das ist actually ziemlich easy. Just Strider. Und das hier können wir auch easy machen. Wir könnten jetzt probieren, das wirklich zu treffen. Können wir auch erstmal machen. Okay, hier hinten dran. Mal gucken. Okay, das ist ein krasses Drop-off. Okay, das war oben die Trapdoor. Keine Ahnung, wo der hin ist.
Der ist daneben. Ist er wieder oben? Oben. Komm schon. Ja! Let's go! Wir schaffen es ohne das Redstone-Ding. Geil. Okay, dann ab zur Raid-Farm. Den einen Dude da mit einem Crossbow killen. Da sollten noch genügend in der Kiste sein. Hoffe ich jetzt mal. Nein! Das war nicht der Plan. Haha! Dann ist jetzt das nächste Achievement auf der... War das kein Pillager? Das ist blöd. Egal. Right, dann gehen wir mal angeln. Das erste Mal in dieser Welt. Oder Milchi? Yippie! So, jetzt heißt halt kurz warten. Ja. Yippie! Fishy Business! Nice. Tactical Catchen. Nice. So, das Wachs. Jetzt blöd und das... Oh nee, das springt nach oben. Geil. Wachs on. Wachs off. Nice. Zack. So, ein weiteres Mal darf ich alle Türme kaputt machen. Yippie! Warte, ich sollte vielleicht den Drachen noch angucken, bevor ich das wieder vergesse. Wieso wieder? Das erste Mal bin ich nicht hierher gekommen, um den Drachen anzugucken. Is it a plane? I don't know. So, jetzt können wir ihn aber platt machen. Komm schon, hier unten finishen. Ja! Let's go! Doch, keine Spielmechanik. Let's go, warte mal. Screenshot. Yippie! Ein weiteres Mal in der Drachen platt gemacht. Alright, Leute, ich würde sagen, das war ein super Fortschritt für die heutige Folge. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Ciao!